mich verarschen? Und dann macht ihr das auch? Das sieht nicht okay aus. Das hätte original meine Katze sein können. So creepy. Schmetterling. Komm und folge. Divi ist aber auch actually so eine Person, die quält sich einfach gerne selber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction auf diesem Kanal. Wir haben uns dieses Jahr schon einmal gesehen, aber ich hoffe, euch geht's gut. Und ich hoffe, ihr habt, es ist gerade Freitag, deswegen ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch ins Wochenende gehabt. Fall, das wird wahrscheinlich am Sonntag online kommen, heißt, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich habe Chat mitgebracht, Chat trollt auch schon wieder richtig schön rein. Ich liebe alles dran. Und ich würde sagen, wir schnacken heute nicht lange, sondern machen einfach das, was wir am besten können, nämlich Sachen angucken. Let's go. Und ich darf mir dann wieder angucken von irgendwelchen Leuten im Lurk, die mich nicht mögen. Oha, guck dir das an, ne? Und das nennt man Content? Ja, das ist Content, wirklich? Das nennt man so, wirklich so eine Scheiße, schauen sich die Leute an, ne? Das ist so geil, what the fuck. Geil. Kukulus. Darf ich heute Nacht bei dir schlafen? Ich habe in mein Bett geschissen. Wie gesagt, Mami, okay. Zwei Vape-Köpfe davon wegzuhauen, nachdem ich schon eine Flasche Wodka in mir drin hatte. Also. Was? Boah, eine Flasche Wodka ist aber auch sportlich, ne? Also, ja. Es ist A. Hier ist A. Hallo. Ein ist Finger das so ein Ding, wo man drücken, ja, wo man gedrückt halten muss? Wartet. Ach, ich... Ja, aber ganz ehrlich, das siehst du auch nicht, ey. Also, wenn das Game es dir nicht erzählt, ja... Wir reden nicht drüber, ja? Am Chat, wir chillen jetzt einfach hier ein bisschen. Guck mal, wie das habe ich auch schon mal so wenn gemacht. Ihr, das müsst ihr halt machen, wenn ihr irgendwie mal so unterwegs seid und ihr seht so eine Massenschlägerei, haltet euch einfach raus. Lasst die machen. Seht ihr das? LOL. Mich würde tatsächlich interessieren, also bei mir hat das geklappt tatsächlich. Ich habe mich ja bei einem Spiel, habe ich mich auch einfach nur an den Rand gestellt und habe einfach gewartet, bis der Rest sich runtergeworfen hatte. Fand ich actually ziemlich gut. 5, 4, 3, 2, 1. Also manchmal hat Chat, egal wie, wo, was, es ist einfach so wild was, ne? Also ich weiß. Hey Bob, boah, Alter, können wir mal kurz über diese Küche sprechen? Alter, ich will auch so eine Küche. Jedes Mal Koop kochen mit Franzi wäre auch spitze. Ja, hab ich ja gesagt, das machen wir jetzt immer so. Einfach, immer. Aber dann werde ich auch bezahlt demnächst. Okay, kein Problem. Okay. Wir müssen noch dann ausbumsen, was du bekommst in Mula. Was? Aber das kriegen wir schnell. Was denn? Nein, ausdiskutieren heißt das. Sagt man das nicht so bei coolen, jungen, hippen Menschen? Nein. Ausbumsen? Also wir nutzen das auch, das Wort, aber wir nutzen das für andere Sachen. Ja, dann, das war also, so nicht gemeint, lieber Chat. Wir bumsen manchmal auch Sachen aus, aber das ist dann... Verstehe. Ja, ne? Ja, das ist dann... Also ich mache das auch ständig, aber das ist dann mehr so, wenn ich wortlos bin und sprachlos. Nee, ich glaube, wir wissen alle, oder? Ja. 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 Also auf drei. Eins, zwei, drei, vier. Ach Leute! Wären 50k bei Sims. In welchem Produktbereich lag 2022 der Bio-Anteil an der jeweiligen Gesamtverkaufsmenge am höchsten? Das weiß ich nicht. Wir können nicht aufhören. Wir können ganz oder gar nicht. Entweder wir verlieren alles oder wir kriegen gar nichts. Manchmal verlierst du, manchmal gewinnen die anderen, man kennt's. Leute, ich weiß nicht, wie ich hier reinkommen soll jetzt in den Scheißladen. Ich habe so das Bedürfnis, meine Hand in seinen Rachen zu stecken und dann so Mittelfinger durch seine Haut zu zeigen. Ich hab... Was? Zur Hölle, was?
creepy. Das ist eigentlich witzig, aber irgendwie auch. Ich habe ein bisschen Angst vor Asche, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich hab so Bock. Oh mein Gott, mir kribbelt das wirklich in der Hand. Hast du mich gerade angefurzt? Ja, klar. Warum? Ich muss gucken. Toni, übrigens, wenn du hier rechts gehst, ne? Hier rechts lang. Ja. Und dann runter. Ja. Und dann rechts. Ja. Dann stehst du am Alexanderplatz. Boah, das macht mich fertig, ne? Also jetzt mal ohne Joke, ne? Dieses Spiel macht mich fertig. Ich kann nicht so gut lügen und ich kann nicht so undercover sein. Oh Gott. Fuck you, Wolke. Alter, die Lache ist halt auch. Alles ab Süden ist Süden. Aber fängt Süden nicht weiter oben an? Süden fängt doch so an der Grenze von Bayern an. Also Bayern, Hessen und dann so einmal so rüber und dann haben wir Süden. Ich kann immer da, wo Doni nicht kann. Oh. Doni einfach ganz leise stellen ist auch eine Option. Dann hört man nur noch so ein. Locken, das braucht kein. Oh, ich weiß nicht, ob ich so. Also ich hätte mal voll Bock, in so einer Lobby mitzuspielen, aber ich hätte auch Angst davor, tatsächlich, muss ich sagen. Ich mach mir mal eben trinken, weil ich hab nämlich mega Hunger. Hä? Okay. Wer fasst es zuerst an die Haare? Okay, ab jetzt. Ab jetzt, Leute, wer fasst es zuerst an die Haare? Wir versuchen wieder so eine Umfrage, also so ein Quiz zu machen, wer sich zuerst nicht an die Haare fasst. Ja. Jetzt hab ich verloren. Ich hab gerade schon. Ist das so ein Ding noch bei Zwillingen, dass die immer gleich aussehen? Ich find das irgendwie fast ein bisschen gruselig, ne? Also irgendwie mega cool, aber... Okay, Leute. Wie hält man die auseinander? Die ist noch nicht vorbei, die läuft ja noch. Die harte Realität wird mich heute Abend im Bett einholen. Ich will jetzt nicht. Wir müssen uns das nochmal angucken. Es hätte Mopsy sein können. Sie macht das Mopsy. Ja. Oh nein! Gut. Das hätte halt original meine Katze sein können. Wirklich. Das hätte original meine Katze sein können. So. Weil meine Katze ist halt immer so, wenn sie so. Oh, die ist so verballert, ey. Ach, es ist so witzig. Warte. Oh, Hasi, jetzt sind wir alleine. Cool, dann können wir ja Steuererklärung machen. Guck mal hier, der Drache. Okay. Ich hab nicht mitbekommen, naja. Dann hau ich mich mal aufs Öhrchen. Oh nein, ich bin nass. War das gerade Hitler? What the fuck? Nur für den Fall. So, der Bürgermeister stand, glaube ich, drüber, oder? Jetzt hör auf, die ganzen Gurken wegzuessen. Du kriegst gleich Bauernfrühstück mit ganz vielen Gurken drauf. Ist doch okay, lass mich doch snacken, wenn ich will. Aber dann hast du gleich keinen Hunger. Also, und dann bin ich traurig, Gurken, weil ich den ganzen Tag in der Küche gestanden habe und gekocht habe. Du kochst nicht den ganzen Tag in der Küche. Du redest mit allen. Und zum Schluss wirst du 3 Stunden brauchen und dich dann beschweren, dass dir die Füße wehtun. Das mache ich auch immer. Erstes Handy und es war ein... Siemens Handy, wo man mit nur telefonieren kann, also SMS und telefonieren konnte. Damals gab es keine Smartphones. Katze hat umgestellt. Nein. Oh nein.
Oh, das hatten wir auch mal, Chat, dass Mopsi umgeschaltet hat, aber... Oh mein Gott, no. Alter, wie geil einfach. No way, ey. Ich denke, ich habe vielleicht mich auf neue Sachen vorbereitet. Das ist mein neuer Run. Divi ist aber auch actually so eine Person, die quält sich einfach gerne selber, oder? Ich habe versucht, das eine auf eine Seite zu bekommen. Get up, Penis! Get up, Penis! Penis! Get up, Penis! Alter! The night is young! Das sag ich morgen auch, ey. Wenn die Mädels da sitzen. Boah, wir könnten da eigentlich auch nach Hause gehen, einen netten Abend haben. Nein, get up, Penis! The night is young. Mein Fuß schläft schon wieder ein, weil ich schon wieder im Seiderschnitz. Im Scheiderschnitt. Meine Güte! Gesundheit, was? Im Scheider. Im Scheidersitz. Seiderschnitz? Scheidersnitz? Seider. Ja, Seider ist ein gutes Getränk auf jeden Fall. Schnitzenseider. Junge, im Schneidersitz. Im Schneidersitz, jetzt, im Schneidersitz. Der Arme wird beim Waschen beobachtet. Ja, aber das weiß der nicht. Das ist versteckte Kamera. Das kriegt er gar nicht mit. Der denkt wieder, hey, ob es hier spricht wieder mit sich selber vom PC und ich leck mir mal die Puperze. Hey, der hat da gar keinen Vertrag mit. Ja, früher. Alter, Katzen sind so geil, ne? Die stellen sich einfach original, also wirklich, sie setzen sich original dahin und lecken sich am Arsch, ne? Das ist denen doch scheißegal. Ja, so mit Lattenrostbetten und so. Ich glaube, die sind schon öfter mal zusammengebrochen, ne? Ich hatte früher so ein Futonbett mit Lattenrost, da ist mir auch eine Latte durchgegangen. Das hört sich an. Heute spielen wir Dark Souls 3. Oh nee, ich sehe halt wirklich aus wie ein Opa, wenn ich das mache. Leute, schaltet nicht ein. Wenn es. Oder schaltet bitte ein, wenn es wieder heißt. Dark Souls 3 mit mir und. Einige von euch werden sie vielleicht noch kennen. Das ist die PS5 damals, 2000. Ich weiß es nicht, 23 oder so. Was? Darf ich mal ganz kurz fragen, wie alt er ist? 39, krass. Hast du gekommen? So sieht Fennec wahrscheinlich auch mit 39 aus, wenn er weiterhin mit mir Kontakt hat, so die weißen Haare. Hm. Aber ist jetzt alles elektrisch? Ja! Ist jetzt alles elektrisch? Der hat gerade legit... Der hat legit Watson gerammelt. Der hat den legit gerammelt. Der hat so gemacht, so. Und den so hier gebissen. So, weißt du, so. What the fuck? So über ihn gebissen und dann so gerammelt. Lass deinen Bruder in Ruhe. Ist das nicht so, wenn die halt einfach, also noch nicht kastriert sind? Dann machen die so einen Kram, glaube ich, ne? Ich zeige euch kurz mal ein Tutorial, wie man auf so eine Drohne landet. Da hat man quasi instant eine Waffe. Bald auch bei Ihnen auf YouTube. Alter. What the fuck? Das war dumm. Das war so dumm. Nee, so Quatsch, gar nicht. Dumm. Nein. Ich so. Chat. Eins in den Chat. Kommt, eins in den Chat. Ihr so, 2-2 in den Chat, ich so. Nee, ist okay. Jetzt kommt ihr mit der 1. Jetzt packt ihr wirklich die 1 in den Chat. Chat, können wir das besser? Nee, ich will es gar nicht erst ausprobieren. Ich weiß einfach, dass ihr mich gleich eh wieder trollt, wenn ich sage 69 in den Chat. Wollt ihr mich verarschen? Und dann macht ihr das auch? Sonst, normalerweise, wenn ich sage 1 oder 2, fickt euch einfach. Ganz ehrlich, den da. Dinda, ihr nehmt mich gar nicht ernst. Kleine. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Da sollt ihr einmal bei einem Witz mitmachen. Und 2 schreiben. Ich kann... Nee, Chat, was ich... Was... Hubbled Deep Slate Slap. Möchte ich das mal auf Deutsch stellen? Ey. Ey. Ey.
Nein. Was hat eigentlich das Handy im ersten Part? Oh Gott, ich wurde gerade anhalten und wirst du ein bisschen. Oh, ich hab mein Knie so gestoßen. Ja, Chat, das war aus Versehen. Das war aus Versehen Rage Quit. Hoppla, schade Schokolade, ne? Alter, geil. Was? Bist du eine fliegende Hand? Pass mal auf, ich bin nicht nur eine fliegende Hand. Ich bin auch Beine. Alter, das sieht nicht okay aus. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht nicht in Ordnung. Ich also besser wird's heute nicht mehr. Habe ich meine Hose nicht hochgezogen? It's a butterfly. It's a butterfly. Darling, a very butterfly in the forest. Schmetterling. Alter, das ist aber auch, die deutsche Sprache ist einfach wirklich, also, dass aus unserem Land die Dichter und Denker kommen, ist auch einfach eine andere Kiste, ne? Weil ganz ehrlich, Alter, die deutsche Sprache ist so hart und unförmig mit Schmetterling. Fucking German, I swear to God. Ja. Krankenhaus! Krankenwagen! Das Jahr ist gerade 19 Minuten alt, da wird der erste Tatverdächtige auch schon flachgelegt. Oh! Bitte was? Wow. Nein, okay. Ich war im Allgemeinen zu spät. Das heißt, ich hätte ihn nicht retten können, egal was ich jetzt gerade tue. Oh, du kleines Pisskind! Du kriegst Hausarrest, bis du 18 bist! Du kleiner Elendiger! So stelle ich mir einfach original Freddy vor, Alter. So in der Kita oder so. Was? Hast du da... Was? Du bist hingefallen? Oder hast dir die Hand aufgeschürft? Nee, du bist einfach nur dumm gewesen und bist mit dem Kopf vor den Zaun gelaufen? Du kleines Dreckskind! Du darfst nie wieder in den Garten! Junge, diese Bilder am Kopf. Oh, bist du ehrlich? Bist du so notgeil, dass wenn ich hier nur irgendwie Mayo aus einem Gefäß hier rauskratze, dass du dir direkt denkst, das könnte dein Sperma sein? Ist das dann ernst? Kommt so viel Sperma aus dir? Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Fantasie, mein Freund. Weißt du was? 3 plus 3 ist 6. Es ist wirklich, wirklich... wirklich, wirklich so wahr, ey. Es gibt so unfassbar viele Männer oder Menschen, die einfach, keine Ahnung, du, weiß ich nicht, du isst eine Banane und die sind gleich so. Oh, kannst du das bitte noch mal in den Mund nehmen? Kapier ich nicht. Die Gegenstände später einsortiert, nach Zugehörigkeit? Also so ähnlich stellst du dir vor wie in einem kunsthistorischen Museum, wenn du irgendwie in die Neandertaler-Ausstellung gehst, dann siehst du da halt eine Höhle mit uralten Eingeborenen. Auf einem kleinen Podest sitzt Gronkh. Und dann halt Gegenstände, die dazu passen. Der kam unvorhergesehen. Geil. Oh mein Gott, okay, ciao. Ja, Gronkh ist halt ein bisschen älter. Das habe ich letztens auch bei Anne gelernt. Bei ihr auf YouTube. Da macht sie ja auch immer die Shorts und so. Und da habe ich auch gelernt, dass Gronkh ja schon ein bisschen älter ist.
Grüße ihn raus, übrigens. Was zum Heiligen? What the fuck? Was? Was ist das? Bist du verrückt? Gronkh wird doch nicht 47 dieses Jahr. Ja, okay. Oh mein Gott. Aber jetzt kann ich sagen, Gronkh ist ein Vorbild für mich, weil obwohl ich halt nicht so früh angefangen habe, mich komplett selber zu verwirklichen auf Twitch und Co., habe ich noch die Chance, was Großes zu reißen, obwohl ich älter werde. Also ich muss schon sagen, Mario Kart ist ein mega chilliges und entspanntes Spiel. Ich weiß gar nicht, was ihr total immer für mit habt. So, ne? Ich okay. Finde es voll lässig. Du Arsch! Hebel ziehen. Total entspanntes Game. Oben auf die Kante und Hebel wieder zurück. Was? Oben drauf. Horizontal drauf. Ihr meint so? Ich lege hier C4 hin, da landen die ja drauf. Neues Lacher. Er jagt sich safe selbst. Der C4-Lacher. Und Action. Oh, wie? Digga, das kann. Wie. Was zur Hölle? Wie kann man denn jedes Mal, jedes verkackte Mal so. Digga, ist so krass. Ey, hätte ich so viele helle Momente in meinem Gehirn an einem Tag wie er in Games. Digga, ich wäre einfach reich, würde in einer Villa wohnen oder in einer Dachgeschoss-Penthouse-Wohnung, weil ich einfach mein Leben so heftig und so krass auf der Kette hätte, plus, dass ich so erfolgreich wäre, weil ich so viele schlaue Momente hatte. Was mache ich stattdessen? Ich pull mir den Bauchnabel, Alter, abends im Bett und überleg mir, was ich anders machen kann. What the fuck, Alter? Bitteschön! Bitteschön! Wie schön! Was ist das für ein Stromding? Oh oh. Naja, ich zieh mal aus. Wenn der PC jetzt aus ist, ist blöd, ne? 3, 2, ja. Zum ersten Mal aufgefallen, dass du gar nicht Wormy heißt, sondern Who Am I? Das, bei uns ist es hier Fixiehart. Wo ich jahrelang dachte, ach, Fixiehart ist ja ein süßer Name. Irgendwas, ein fixiertes Herz oder so. Und dann irgendwann so, ach so, Fixiehart heißt was anderes. Okay, na gut. Macht das Moinseher. Alter, ich sag nur Fixiehart bei uns im Stream, Alter. Den ich einfach gebannt habe aufgrund von dem Namen, weil wir dachten, es wäre ein Troll. Und was macht er? Er donatet 130 Euro in einzelnen Schritten, um einfach wieder freizukommen, weil er ein Legend-User ist und weil er das versucht hat zu erklären. Alter, das war der absolute Knaller. Wir machen das so. Dann hebe ich den hinten hoch. Oh nein, das ist wirklich auch mach. Ciao. Leute, ein Buch. Oh Gott. Wo ist das Buch? Ah, hier. Ja! Alter. Ich kann mit dieser Pistole nicht aimen. Null. One enemy remaining. Good job. Ich hab nichts gesagt. Nee, der kann so schlecht. Der war so schlecht gerade, Chat. Habt ihr das gesehen? So kacki war der. Bevor ihr was sagt, ja? Ich habe den Kampf gegen meine Bürste verloren. Ja? Ich hab mich eben hingestellt, eine halbe Stunde gebürstet und hab's aufgegeben. Ich hab's aufgegeben, ja? Das Wetter, die Kälte, ich hab's aufgegeben. Die heißesten Streamer Deutschlands, wer Aster meine Eins? Sag mir jemanden, der geiler ist. Aber wenn ich den Ranking machen würde, dann würde ich beispielsweise Matteo auf die Eins stellen. Dann blast euch doch endlich ein. Oh Gott. Achso, warte. Oh Gott. Oh. So, ich muss das. Das hat gar nicht echt ausgesehen, Chat. Ich glaube, ich schwöre, das sah nicht aus, als hätte er sich wirklich erschreckt. So sieht die Welt aus. So.
das ja ein bisschen dramatischer machen, ne? Er war hier am Vogelhaus. Nein, 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 nein. Das ist nicht wahr. Ich würde einfach ins Vogelhäuschen reiern, ne? Ohne Scheiß, das war, also ich würde einfach ins Vogelhäuschen kotzen bei der Höhe. Das ist nicht wahr. Donation? Leute, ist nicht euer Ernst, Alter. Wer war hier vor... Ich find's immer noch gruselig. Grüße gehen raus. Vor Ort, Alter. Ein bisschen. So. Ich weiß nicht, ich find's actually sackgruselig, weil, okay, ich hatte einen Stalker, so, keine Ahnung, das ist schwierig. Komm, wir müssen mal Cash holen. Ja, wir haben es nötig, wir brauchen, wir müssen die anderen ja irgendwie mit durchfüttern, ne? Ja. Ich sehe das Game nur und ich weiß einfach schon, wie das heute wieder werden wird, Alter. Und ich weiß einfach jetzt schon, dass ich eine Krise kriege. Und jetzt muss ich gerade darüber nachdenken, ob ich mir nicht einfach noch lieber eine Flasche Cola irgendwie organisiere. Einfach, um das zu ertragen. Oh, es kommt die Weisheit des Tages, Chad, herzlich ja! Willkommen zur Weisheit des Tages. Damage und oder Kills bzw. Clipplays sind immer wichtiger als zu gewinnen und oder nach Objective zu spielen. Und alle Kleinkinder so, ja, ich spiele die ganze Zeit richtig in LOL, ich flame jetzt alle. Oh nein! 12 Monate bei Moki und ich habe nur eine Sache. Das Koko-Yoga, meine Damen und Herren. Ja. Ich will eine Ratte haben. Nein, 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 so kann ich nicht stehen. Okay. Da kann mir doch kein Mensch erzählen, dass der Bus eine 100 schafft. Alter! Are you fucking. Bitch! Der Walupale, ich sehe, ich hab kein Französisch. Hab's abgewählt nach der 11. Klasse. Aber der Song ist ganz gut. Der ist super. Ute, Papa, Ute. Ute, Papa, Ute. Boah, Chad, ich hab gestern übrigens festgestellt, wie beweglich ich wieder geworden bin. Das war ich gerade so. Ich habe gestern festgestellt, wie wirklich ich wieder geworden bin. Ich habe einfach Sport gemacht morgens. Und nachmittags bin ich durch die Bude getanzt zu lauter Musik. Meine Nachbarn haben geweint, tatsächlich, weil ich auch laut mitgesungen habe. Also wahrscheinlich wäre ich demnächst einfach gekündigt oder so. Ja, okay. Ich ignoriere einfach eure dummen Kommentare. Was? Oh mein Gott! Wie? Was? War sie dann RIP oder nicht? Das ist Chip und Chap, ne? Ich hab jetzt ein Gehirn als... Das ist ja auch süß, ne? Das ist ja irgendwie auch, also. Vielleicht möchte ich lieber ein Gehirn als Haustier. Chat sagt nix, danke. Sagt bitte einfach danke. Freund, endlich. Ich wollte schon immer ein Gehirn haben. Der Duplex 4, wenn du Gitter und Wasseradern und Verwerfungen zu Hause hast, das destabilisiert deinen Orgasmus. Was? Was destabilisiert meinen Orgasmus? Oh Gott, Gehirne sind sehr anstrengend in der Haltung. Habt ihr irgendwie eine coole Frage parat? Okay. Was zum? Warum? Was ist warum? Was? Das ist so, weil sie so ein Oberteil anhatte. Hallo Black Eagle, einen wunderschönen guten Tag. Ach du Scheiße, ich möchte hier echt nicht sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will hier nicht mehr sein.
Oh mein Gott! Boah, Alter, der ist aber auch gerade. Er ist aber auch gerade Krieg der Maschinen, ne? Ich will nicht mehr! Erst kommt der Kuchen. Vor allem denk mal, du sitzt da drinne in diesem Game. Und dann prügeln sich die ganzen Maschinen miteinander und du sitzt da und wurdest einfach noch gar nicht entdeckt und du könntest eine falsche Taste drücken und du denkst dir die ganze Zeit, keine falsche Taste drücken, keine falsche Taste drücken, keine falsche Taste drücken, keine falsche Taste drücken, keine Taste drücken, keine drücken, Tasten, Dings, kein... Und ich bin so ein Mensch, ich versuche wieder so sehr darauf zu fokussieren, dass ich drauf drücke. Ich schwöre, ich bin einfach komplett los. Mach so einen Kühlschrank. Ich glaube, der macht mich ein wenig nervös. Ja, du musst einfach eigentlich Controller weglegen, ja. Habe ich gerade gesagt, Kuchen aus dem Kühlschrank? Nee, oder? Man konnte den auch töten, was wäre dann passiert? Na, dann wäre er tot. Ja. Ach nee. Ha! Just Chatting Sims, oh mein Gott. Wieso ändert man Kategorien? Hallo, ich grüße alle, die von Marius ignoriert werden. Also hallo Sabrina, Parma Wallaby, Imkunaldo, Oschmosch, Stroja, Jan Mani, Simbirdi, Sabrina, Sniffinglü, Prezi, Schmitte, Sabrina und Golemgeil 69. Ich fühle mich gerade so schlecht, weil ich genau weiß, dass ich 100 pro haufenweise Leute ignoriere, wenn bei den Streams. Oh, Babys, nice. Krise. Und ich muss so dringend pischern, Chat. Meint ihr, wir schaffen das noch? Nicht viel. Das ist ja ungünstig. Wenn irgendjemand Corona hat, kann man hiermit natürlich einfach mal checken, was stimmt mit mir, was stimmt mit mir nicht. Und man kann. Digga, die Liste ist so lang, die passt da nicht drauf, ey. Oh mein Gott, ciao. Es tut mir leid, aber das ist wirklich das dümmste Gerät, was ich jemals gesehen habe. Man kann damit checken, was nicht mit mir stimmt. Ich brauche das Ding. Boah, Alter, Katzen sind wirklich so, ey. Ja, schön. Dieser Stream wurde gesponsert von Miss Piggy und Wasser. Das ist meine Nase. Wisst ihr, Chat, das Ding ist, es wundert mich einfach nicht. Das war dumm, ja. Herzlich willkommen. So, herzlich willkommen zu Dümmer als Jasmin, weil ich schaff's immerhin aus dem Glas zu trinken. Cheerio. Das war eine wilde Fahrt, Chat, und auch YouTube. Falls es euch bis hierhin gefallen hat, dürft ihr gerne ein Abonnement und ein Däumchen nach oben da lassen oder sogar, keine Ahnung, einen Kommentar und könnt sagen, wie viel fucking Schnee bei euch runtergekommen ist. Das würde alles meinen Algorithmus sehr, 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 als sehr positives Streicheln empfinden und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen einen wunderschönen Tag noch und genießt auch den Rest vom Wochenende und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder dieses zauberhafte Stream Clips Germany. Bis dann. Tschüss.